Gute Frage. Nee, kann man natürlich nicht. Und das Bier ist kalt. Das würde ich dir nicht empfehlen. Okay, dann legen wir los. Ich darf alle recht herzlich begrüßen hier im Raum und auch all diejenigen, die uns jetzt zuschauen. Nachbesprechung unseres heutigen Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt, Endstand 1-1. Ich darf die beiden Trainer begrüßen und Oliver, dich direkt nach deinem Fazit fragen. Ja, ich denke, am Ende werden wir beide sagen, jeder hätte das Spiel gewinnen können. Und trotzdem, wenn man es dann runterbricht, denke ich, hat es der Schiedsrichter entschieden, weil es für mich ein klarer Elfmeter war. Und war halt ein Fehler, den er gemacht hat, wie beide Mannschaften heute auch viele gemacht haben. Und deswegen ist es jetzt 1-1 ausgegangen. Und ja, wir sind nicht ganz glücklich, aber wir müssen das so akzeptieren, wie es ist. Danke. Vielen Dank. Sandro, wie fällt dein Fazit aus? Ja, schönen guten Abend. Ja, ich glaube, dass es am Ende ein gerechtes Ergebnis war, dass wir sehr gut reingekommen ins Spiel sind, dass wir sehr gute 25, 30 Minuten hatten, dass wir die Riesenmöglichkeit hatten auch zum 2-0 und dann war es ein Stück weit zu passiv. Da war Eintracht dann überlegen, feldüberlegen, hatten viel mehr Ballbesitz gehabt. Und zweite Halbzeit war es dann ja, ein offenes Spiel, würde ich sagen, dass wir Möglichkeiten hatten, dass wir einfache Ballverluste hatten in unserem Spiel, wo die Eintracht dann auch die eine oder andere Tormöglichkeit hatte, dann mit der Elfmetersituation und am Ende ja, war es, wie schon gesagt, glaube ein gerechtes Unentschieden und auf einem sehr, sehr guten Spiel. Sehr, sehr gute Reaktion auch auf letzte Woche, was meine Mannschaft gezeigt hat. Dankeschön. Vielen Dank, Sandro. Dann eröffnen wir die Fragerunde. Beginnen hier vorne in der ersten Reihe, bitte. Und dann kommen wir zu dir, Javi. Ja, hallo, mein Name ist Marc Rapetian, Kulturmagazin Spirit, ein Lächeln im Sturm. Aber wir machen auch Sport. Eine Frage an Herrn Glasner. Nachdem der Start der Eintracht ein bisschen holprig gewesen ist, hat sich ja die Mannschaft in der zweiten Halbzeit mehr als gefangen und war auch dem Sieg meiner Ansicht nach näher. Können Sie sich vorstellen, jetzt prinzipiell mit zwei Stürmern zu spielen? Weil zuerst hat ja Alario und Kolomoani gespielt, der übrigens sehr viel Betrieb gemacht hat. Und in der zweiten Halbzeit war ja dann auch Bourré dann mit Kolomoani im Sturmzentrum. Ja, natürlich kann ich es mir vorstellen, sonst hätten wir es heute nicht gemacht. Und haben ja schon gesagt, wir müssen versuchen jetzt, auch durch den Abgang von Philipp Kostic, der natürlich viel Power nach vorne hatte, das irgendwie in einer anderen Form aufzufangen. Und heute haben wir es eben so probiert aus einem 3-5-2 mit zwei Spitzen, mit Kamada und Mario Götze dahinter. Und trotzdem hatten wir am Anfang große Probleme in der Defensive. Also jeder lange Ball auf Kanga, der konnte die Bälle sichern oder verlängern. Da haben wir uns einfach schlecht angestellt, ja, wie auch das Gegentor, außen zu passiv, innen sowieso zu passiv. Und das ist eher mein Thema. Ich muss in jedem Spiel in der Dreierkette wechseln, aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Krämpfen oder was auch immer. Und hier haben wir einfach, sind wir noch nicht stabil genug. Aber nach vorne, dass wir in jedem Spiel in der Lage sind, uns Torchancen zu erspielen, das überrascht mich nicht. Drei Wortmänner habe ich gesehen, dann fangen wir an bei Javi Caceres von der Süddeutschen Zeitung und dann gehen wir in die zweite Reihe und dann nach außen, bitte. Ja, ich hätte eine Frage an beide Trainer, zum einen an Herrn Schwarz, wie er die Elfmetersituation bewertet und an Herrn Glasner die Frage, ob er sich nochmal mit dem Schiedsrichter austauschen konnte, welche Erklärung er da abgegeben hat möglicherweise. Also ich kann den Frust auch von der Eintracht-Seite verstehen natürlich, wenn gepfiffen ist, dann reden wir von der klaren Fehlentscheidung, ob die korrigiert wird und dennoch, wenn ich die Situation sehe, finde ich, dass nicht jeder Körperkontakt dann auch gleichzeitig mit einem Foulspiel geahndet werden muss und dementsprechend war es für mich in dieser Situation kein Elfmeter. Ja, ist leicht erzählt, Schiedsrichter hat gesagt, für ihn kein Elfmeter und ich habe gesagt, für mich schon. Ja, aber das Fußball ist einfach. Dann gehen wir einmal in die zweite Reihe, bitte. Mit von der Frankfurter Rundschau. Herr Glasner, Sie waren in der ersten Halbzeit, ich würde es mal als Fuchsteufelswild bezeichnen, also vor allem in der Trinkpause. Haben Sie sich das, also können Sie das erklären, dass es irgendwie auf dem Feld irgendwie ein bisschen wild aussah, dass irgendwie keiner so richtig das Gefühl für den Raum hatte in diesem Spiel und irgendwie immer ja, ein bisschen Lücken waren, wo keine sein sollten?
Ich finde nicht, dass es mit Gefühl für den Raum zu tun hat, sondern unser Zweikampfverhalten in der Defensive, unsere Intensität war einfach desaströs am Anfang. Das muss man einfach mal klar sagen. Ja, wenn ich denke, ich kann hier rumjoggen ein bisschen und nicht konsequent die Duelle bestreiten, dann sieht es so aus. Weil wenn man sich die Entstehung ansieht, dann waren es immer wieder lange Bälle. Ja, aber natürlich, wenn wie beim ersten Gegentreffer, der weiß gar nicht, wer es dann die Flanke bringt, aber der gegnerische Spieler daraus sprintet und wir joggen ganz gemütlich nach, dass er sich schön aufdrehen kann bei der Eckfahne und dann auch eine Flanke bringt und Suat Serdar in den Strafraum einläuft und wir denken, naja, wird schon nichts passieren, ja, dann holst du mal den Ball aus dem Tor. Und hier haben wir einfach in vielen Situationen uns ungeschickt angestellt, schlecht verteidigt und ja, das ist, haben hier eine neue Dreierkette, ja, und mit Ansgar Knauf auch einen jungen Spieler nach außen und da haben wir noch nicht diese Stabilität gefunden, die wir haben wollen. Dann gehen wir einmal nach außen zu Pepi Schmidt. Pepi Schmidt, Wiesbadener Kurier. Herr Glasner, erste Frage, was ist mit dem Touré? Sah muskulär aus, fällt also wahrscheinlich auch aus, wenn man da wieder so ausgesehen hat. Und haben Sie da noch eine andere Möglichkeit gesehen, zum Beispiel dem Smolcic zum Debüt zu verhelfen, oder wäre das dann zu viel des Guten gewesen? Ja, wir könnten Smolcic auf halb rechts stehen, dann spielt er mit seinem Bundesliga-Debüt mit falschem Fuß. Und wenn dann ein Fehler passiert, dann sagt man, wie kannst du denn das machen? Da will ich den Jungen ja nicht verheizen. Ich könnte ihn ins Zentrum spielen, der hat aber auch noch nie trainiert, seit er bei uns ist. Hat jetzt seit 2 Wochen kein Spiel mehr bestritten, weil er ja 2-mal gesperrt war. Also das sind alles, ja, und am Ende hat Hase dann wieder mit seiner Routine gemacht. Und wenn es so weitergeht, hoffe ich, dass er noch bis 45 spielt. Dann gehen wir bitte einmal in die Mitte zu Inga Bödeling, Berliner Morgenpost. Herr Schwarz, Sie haben heute mit Ejuke und Kanga frisches Offensivpersonal gebracht. Wie haben die beiden das Spiel ihrer Mannschaft verändert und wie bewerten Sie deren Einsätze? Ja, man darf ja nicht vergessen, dass es das erste Bundesligaspiel jetzt war von Beginn an. Und ich finde, dass sie sehr gut reingekommen sind, dass sie sehr aggressiv waren auch und auch sehr aggressiv in der Ballbehauptung waren und dort immer wieder belebende Elemente hatten und dementsprechend war das ein guter Startschuss jetzt, was das Startelf-Debüt angeht. Dann gehen wir hier vorne nochmal bitte in die zweite Reihe. Palmert Bild. Herr Glasner, zu Kolo Muani wollte ich Sie fragen, der hat jetzt sein Debüt von Anfang an in der Bundesliga. Ich glaube, es war ganz gut, oder? Ja, wenn er so weiterspielt, dann wird er noch viele Spiele machen. Gehen weg. Tolle Leistung. Nochmal bitte zur Morgenpost, Inga Bödeling. Sie haben in der vergangenen Woche sehr viel von Energie und Ausstrahlung gesprochen, weil Sie das im Derby vermisst hatten. War das in dieser Woche da? Ja, ich habe es ja schon in der Spieltagspressekonferenz gesagt am Donnerstag. Und ich finde, dass wir das heute auch über weite Teile auf dem Platz bekommen haben, dass wir die Trainingswoche bestätigt haben. Und ärgerlich ist, dass wir heute nicht die 3 Punkte geholt haben, dass wir nicht so einen Lucky Punch noch kurz vor Schluss gesetzt haben mit der Situation bei Suat, aber wieder in die Box reingelaufen ist und die Abschlusssituation hatte. Aber ich finde, dass wir über weite Strecken des Spiels eine gute Energie hatten, eine gute Ausstrahlung hatten. Und ich finde immer, es ist so ein Gradmesser dann auch, wie die Leute nach dem Spiel reagieren, wie die Zuschauer reagieren. Und das war top vor dem Spiel schon mit der Choreo, war es sehr, sehr gut. Und nach dem Spiel dann auch, dass sie anerkannt haben, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben und wie wir gearbeitet haben. Dann gehen wir einmal zum Kicker in die Mitte, zu Andreas Hunzinger. Komm von der anderen Seite, guck mal. Ja, Entschuldigung. Sander, du hattest heute notgedrungen einen neuen linken Verteidiger aufbieten müssen, der bis dato noch nicht viel Spielzeit hatte, oder eher gesagt keine. Wie bist du mit seiner Leistung zufrieden oder nicht? Maxi hat es auch sehr gut gemacht. Er war jetzt 2-mal nicht im Kader im Pokalspiel und jetzt auch letzte Woche bei Union. Und dementsprechend Platte hatte eine Adduktorenverletzung. Müssen wir schauen, wie lange er ausfällt. Aber Maxi hat es wirklich ins kalte Wasser gesprungen und er kennt die Position, hat sich schon oft begleitet und ich finde, dass er es sehr, sehr ordentlich gemacht hat in der Art, wie wir verteidigen wollen, dass er auch Situationen hatte, sehr mutig rausgeschoben ist dann auch gegen Knauf, gegen Spieler, der auch eine sehr, sehr gute Geschwindigkeit hat und aber dann auch die ein oder andere gute fußballerische Lösung auch hat in unserem Spielaufbau oder dann auch der ein oder andere Flankenlauf. Deswegen muss ich sagen, war ich zufrieden mit der Art und Weise, wie er gespielt hat. Da gibt es noch mal eine Frage bei Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung. Herr Glasner, Sie haben jetzt sehr besondere Monate und Wochen hinter sich. Jetzt waren Sie unter der Woche in Helsinki beim Supercup. Sie hatten
gut, das Debakel gegen den FC Bayern. Wie schwer fällt es der Mannschaft in Ihren Augen, jetzt wieder sich auf den Alltag Bundesliga einzustellen? Oder ist das alles weg an besonderen Events, die man zuletzt hatte? Ja, ich wurde heute auch schon gefragt, dass hier der Europa-League-Sieger spielt. Und ich habe geantwortet, hier spielt der Elfte der Bundesliga-Saison, der Hinteregger und Kostic, zwei Nationalspieler, mit riesiger Erfahrung verloren hat. Und ich denke, dass wir hier nicht jedes Mal darüber sprechen müssen, dass wir jeden Gegner in Grund und Boden spielen. Das, was wir international letzte Saison erreicht hat, haben wir mit unglaublich großer Disziplin, Leidenschaft und Bereitschaft erreicht. Und nicht, weil wir jeden Gegner in Grund und Boden gespielt haben. Und auch in der Bundesliga so. Und deswegen denke ich, dass wir, und deswegen sage ich es auch in dieser Klarheit, nicht immer über Europa sprechen sollen, sondern wir waren Elfter in der Bundesliga. Und wenn wir uns verbessern wollen, dann müssen wir besser spielen wie heute. Ich sehe keine Anzeichen mehr, dann sage ich danke für die Fragen, danke an die beiden Trainer, kommt gut nach Hause und toi toi toi. Dankeschön. Danke. Danke.